Hier habe ich die klassische Riesenradaufgabe. Ein Riesenrad hat ein Radius von 30 Meter. Groß T ist meistens die Umlaufdauer. Da braucht 120 Minuten. In welcher Höhe befinde ich mich 80 Minuten nach dem Start? Also der Start, der ist da unten. Und jetzt kann ich den Winkel ausrechnen. Wo bin ich denn ungefähr? Also 120 Minuten entspricht ja 120. In 120 Minuten mache ich einen Winkel von 360 Grad. Das kann man eigentlich auch schon so als 80 Hundertzwanzigstel, ja, mal 360, also so abkürzen. Und dann komme ich auf einen Winkel von 240 Grad. Ja, in 120 Hundertzwanzigstel hätte ich 360 gemacht, in 80 Hundertzwanzigstel mache ich 240 Grad. Und beim Sinus starte ich ja meistens hier, aber das ist eine Textaufgabe, da muss man den Text sehen und das ist logischerweise startet man ja beim Riesenrad hier unten. Ja, und 240 Grad, das ist mehr wie 180 Grad. Also Skizze machen. So, ich habe hier 180 Grad und dann fiel nochmal hier, also 240 Grad ist 180 Grad plus 60 Grad. Dann mache ich hier nochmal 60 Grad. Also da, an dem Klotz bin ich jetzt, nach 80 Minuten. Welche Höhe habe ich? Und die Höhe senkrecht runter. Also ich tue jetzt hier, wenn hier so die Höhe wäre und dann habe ich hier, das ist gesucht, diese Höhe. Und logischerweise ist der Teil 30 Meter. Das ist der Radius, 30 Meter. Und der Teil, das ist so ein typischer Sinus. Von welchem Winkel? Hier habe ich 30 Grad. Sinus von 30 Grad, aber aufgeblasen. Ich habe nicht den Einheitskreis, ich habe hier 30 Meter. Das heißt, das hier ist Sinus von 30 Grad mal 30 Meter. Und dann bekomme ich alles. Genau. Ja. Und wenn ich das eintippe, Sinus von 30 Grad ist ein halb und dann bekomme ich insgesamt hier 45, einmal kleiner. 45 Meter. Mal ein bisschen langsamer. Also das hier ist 15 Meter und 15 Meter und 30 Meter sind jetzt hier zusammen 4, 5 Meter. Das ist die Höhe. Ja, so das zusammen. Und eben typisch für eine Textaufgabe, jede Textaufgabe ist ein bisschen anders. Wenn man Glück hat, ist genauso wie im Buch. Skizze machen. Skizze machen, genau lesen, was will er denn, wie ist es denn? Ich könnte ja auch hinschreiben, wir starten an dem Punkt und dann ist alles ein bisschen anders. Oder wir starten hier oben und dann muss man aus der Skizze rauslesen, welcher Sinus es denn ist.